Hallo, grüß euch. Wir haben es ja noch markiert in der letzten Folge. Ich glaube, ich sehe es da schon. Ja, aber. Ja. Ist es so, der wird da kommen? Ich glaube schon. Das ist doch der Militärstützpunkt, oder? Ah, den habe ich. Zum Ursprung. Den werden wir aber, glaube ich, mit dem Rücken vor das. Genau, wie war das? Da müssen wir nämlich. Ich schicke nämlich den anderen so regelmäßig immer vor, um die Gegend auszukundschaften. Nee. Da war was. Was war das? Ja, ich weiß schon wieder. Na, den ersparen wir sich, da müssen wir nämlich noch hin. Okay. Dann können wir jetzt gleich die erste große Base von Santa Blanca angehen, die es in der Region gibt. Finden und zwar Sie ist die hier, das ist die einzelne gelbe Pfeil. Okay. Aggressiver Wettbewerb, Hauptmission in Okoro, gelangen Sie in die Kokainfabrik. Passt. Schwenk darüber. So. Jetzt müsste es markiert sein, jawohl, ja. Da ist schon der Pfeil. Landen hinterher auf den Feldern, oder? Ich überleg grad, welche das sind. Das ist die mit dem kleinen Dorf da seitlich. Jupp, da landen wir da auf den Feldern. Okay, ja, wir sind uns. Es ist ja immer spannend, dass die erkennen, dass das wir sind. Ja. Rakete im Anflug. Das finde ich. Jawohl. Das ist so unpackbar. So, aussteigen, aussteigen. So. Schnell, schnell, schnell und weg. Der explodiert. Das überlebt? Ja. An was erkennen die, dass in dem Hubschrauber wir sind und nicht einfach irgendjemand? Genau. Naja. Finde ich irgendwie spannend. Tragen wir Sender? Mhm. Oder Flagge? Mhm. Hinten nach, weiß ich nicht. Aha. So mehr oder weniger, wir sind die harten Knochen. Ja, genau. Wir haben ja ein böses Sonne-T-Shirt bekommen. Ja, stimmt. Zur Abschreckung der Feinde. Zur Abschreckung, genau. Daran werden sie uns erkennen von der Ferne. Böses Sonne-T-Shirt, alleine der Name. Aber gut, das mag auch an der Übersetzung liegen. Okay. So, ich würde vorschlagen, wir decken da mal alles auf. Wir investieren jetzt einmal ein bisschen Zeit. Weil da sind nämlich wirklich jede Menge. Robbst du? Naja, so in der Hocke halt. Das ist der Vorteil, ab der Abenddämmerung sehen die Gegner dann nichts mehr in dem Game. Die sind dämmerungsblind. Nachtblinde Hühner. Na. Hallo, kommst du noch vor da? Achso, die sind alarmiert, weil zuerst die Rakete auf uns geschossen hat. Gell? So viel zum Schleicheinsatz. Ah, jetzt habe ich ihn. Aber da braucht man nur ein bisschen Zeit vergeben lassen. Ja, ist schon weg. Jetzt entspannen sie sich auch gleich wieder. Genau, schon. Verfallen schon in die übliche Lethargie. Mhm. Ach, den könnte ich so schön treffen dort. Wie man es von den Zombies bei Walking Dead kennt. Ja. Ah, da oben ist er. Frag mich schon die ganze Zeit, wo der ist. Hey, da. Auf dem Dach. Den könntest du zum Beispiel gleich wegnehmen, so ein Scharfschütze. Aufpassen, irgendwo steht da mal einer. Ja, der hat schon mal ausgelegt. So, den haben wir auch aufgedeckt. Es ist auf alle Fälle ein Riesengelände. Mhm.
Geschichten alleine durch das Dorf und dann kommt noch mal ein ziemlich großer Industriekomplex dazu, der ist relativ gut abgesichert. Da geht einer. Zack. So, jetzt ist es gleich Nacht, jetzt kann ich die Sicht aktivieren. Ja, das ist besser. Ach, du bist schon drin im Gelände? Ja, in dem Vorort. Irgendwie schleicht die nicht weiter. Da ist wo. Ich gehe, glaube ich, mal entlang des Zauns. Den einen, dann nehme ich mit. Der ist gerade weit genug weg von den anderen. Okay, du bist nicht vorne. Ich überquere mal die Straße da. Okay. Markiere Ziel, achte auf die Umgebung. So, dann wage ich auch mal den Zaun zu überqueren. Da ist der Nächste. Bist du? Sieh eine kleine Batterie aus. Soll ich kommen? Nein, nein, geht schon. Gut, dann geh ich da hinten. Ich muss den ein bisschen irgendwie... Ja, im Turm da oben ist auch ein Scharfschütze. Den Typen, den muss ich... So. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. So, dann haben wir da drüben in diesem entlegenen Gebäude noch ein paar. Die werden wir aber auch noch schnell aufdecken. Mhm. Da bei dem Turm, wo ich gerade hin bin. Nein, ich bin da
Eher auf der nördlichen Seite von dem Ganzen. Okay. Also, ich hätte da wieder einen im Visier. Ja, so die, die was ein bisschen entfernt sind vom Hauptteil, die kannst du immer gleich rausnehmen. Gleich mal entfernen. Geht wieder retour. Eher wenn es größere Gruppen sind, dann sollten wir es gemeinsam, also einzelne. Ich sehe einen Hauptmann. Da zum Beispiel, das ist ein Einzelner, den nehme ich gleich mit. Was? Würdest du bitte? Danke. Wo ist der? Da ist ein Mini. Deckt man sich gleich mal wieder. Der hat gerade in die Hausmauer gepinkelt. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Die pinkeln gerne an Hausmauer. Mhm. Jetzt ist da wieder einer drin im Gebäude, was ich gerade gesäubert habe. Ich sehe da leider nicht auf den Turm. Ich sehe einen Tango. Da stehen noch andere rum. Der ist weg. Okay. Ich habe da zwei. Traust dich oder? Weil sonst markier's nur. Bei dir. Ob da mal irgendwo ist das Signal? Okay. So, bin am Weg. Mhm. Die gehen nämlich da gerade rauf zu den anderen. Mhm. Ich schau, dass ich das da irgendwie erwische. Ach kack, jetzt bin ich in dem Hof da. Sehe ich nicht aus. Vielleicht sind sie im Weg, aber ich sehe, sie sind hintereinander jetzt. Nein, ist schon weg. Okay. Ist schon weg. Jetzt glaube ich, kommen sie nämlich. Siehst du auf den Turm, der was. Nein. Okay. Da erinnern an den Gelände, da steht auch noch. Ich sehe aber da nichts. Ah, der sitzt da drin. Okay, den holen wir so. So. Rüber da, zack. Bist du jetzt in die Gebäude? Jetzt Ziel Nummer 5. Erledigt. Okay. Ah, die machen einen Rundgang, die kommen dann vorne wieder ums Eck. Da wo ich jetzt stehe, da dürften extrem viele sein, der leuchtet. Mhm. Kannst du gegenüber auf das Gebäude, müssen wir aufs Dach können. Von dir gegenüber, oder? Mhm. Mhm, schaut gut aus, ja. Soll ich rauf oder gehst du? Kann ich rauf. Auch ja, passt. Ich habe mich nur versteckt, weil da... gekommen sind. So. So, dann nehme ich da immer gleich den Nachschub mit. Wenn ich gerade auffällt, dass da was leuchtet. Wieso? Hä? Steht auch schon fast drauf. Ah, das ist da drin. Ah, oh, da kommt man wieder nicht aufs Dach. Geh, shit.
Geht nicht? Nein. Ja, sie können dann nicht überall hin. Aber da, wo du bist, da musst du aufs Dach gehen. Es ist wohl aber sehr niedrig. Macht mir einen Rund, das leuchtet. So, der eine und der andere kommen schon wieder rauf, glaube ich. So. Von mir aus könnte man. Okay. Ja, ich erwische einen Einser. Geht? Ja. Geht. Scheiße. Wo bist du? Sehen Sie dich? Ich habe mich hingelegt. Das war vorbei. Sie dürften mich jetzt nicht sehen. Ich laufe mal. Hinterlassen Sie mich. Und die kreisen die an. Ich bin mal auf das Gebäude. Oh oh. Ja? Was? Schau her. Ich bin im Gebäude. Auf wen schießt denn der Hubschrauber? Keine Ahnung, er ist ja weg. Der muss bei dir sein. Also mir zeigt es in Ecke bei der Straße, zeigt es mir einen an. Nein, nein, die schießen nicht auf die, der Helikopter feuert da. Auf die Santa Blanca. Oder auf dich. Haben bei dir Kugeln eingeschlagen? Ja. Ah, dann dürfte es ein Santa Blanca Heli sein. Aber mir zeigt es den auf der Minimap gar nicht an. Santa Blanca greift die Rebellen an. So, der ist erledigt. Ach, dieser dämliche Helikopter. Okay, da kommt der nächste zu mir. So, ich bin im Gebäude verschwunden. Ich glaube, der nächste kommt zu mir rauf. Aber ich warte auf ihn. Genau. Na, wie siehst du, Schieße? Komm schon. Durch den blöden Heli kommt von da nicht weg. Also das kann jetzt nicht wahr sein, wo sieht man der Heli überall? Ach, der habe ich echt durchs Fenster gesehen. Ne, wir sehen sie auch durchs Fenster. Ist ja nur geregnet so viel. Ich glaube, kommen mehrere zu dir. Was tust du? Ich habe. Der Scharfschütze am Turm ist es. Ich habe einen Lilly. Einen. Sehr schön, sehr schön. Der hat mich voll im Visier. Und zwar ist der. Nein.
Oh, gehen wir nicht auf die. Ach, jetzt sollten wir da hin. Ja, die Lampe. Komm vor, komm vor, komm vor. Ja. Okay, der Turm ist erledigt. Jetzt ist nur noch. Du nix, jetzt greifen sie wieder die Rebellen an. Ich will da weg. Am Turm gegenüber. Den habe ich gerade gesäubert. Okay, wo die Minigun oder so angezeigt wird. Genau. Das passt super. Das sind die Rebellen, die da. So, bei uns wird es eigentlich jetzt ruhiger, würde ich mal sagen. Weg. Der Tango ist hin. Weg. Okay. Oh, wie wird das hinten in der Hütte? Naja, es leuchtet ja dementsprechend. Oh oh. Oh oh. Hilfe! Was? Ja, herrlich! Ey, ja. Ich habe gerade probiert, was passiert, wenn wir da Hilfe anfordern. Aktiviert. Okay. Dann jetzt stehe ich bei dir auf, ne? Sitzen wir beide da drin. Nein, ich habe schon einiges weggeblasen. Ja, klar. Gegenüber.